Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play hier. Wir müssen den Cerebro abliefern. Warte, hier irgendwie brauchen ein bisschen mehr Platz. Genau. Und ja. So ein komischer Wissenschaftler da. Wie hier ist der Sammelpunkt. Ich übernehme ihn jetzt. Dem Himmel sei Dank. Ich hab so satt, dem Kerl zuzuhören. Da hörst du, wie es uns geht, wenn du den Mund aufmachst. So, dann mal schauen. Ma'am, Nidia wird mich suchen. Gut, denn wir suchen sie. Es heißt, sie hätten Hirn zwischen den Ohren, Kamerada. Jetzt, wo sie in der Scheiße stecken, so ganz ohne U-Boot, sollten sie begriffen haben, dass sie meine Hilfe brauchen. Ich helfe, wenn sie mir helfen. Hä? Entschuldigen Sie die Frage, aber was ist das hier für Sie? Spannung? Dramatik? Die Felsen hier gab es schon lange, bevor sie überhaupt aus dem Sack ihres Vaters gespritzt sind. Und sie werden noch da sein, wenn sie bereits zur Taufe fallen sind. Verstehen Sie? Die Felsen haben für das Universum mehr Bedeutung als Sie. Als ihr großer und verlogener Krieg gegen die Drogen. Bringen Sie mich jetzt zu Nidia oder warten wir auf Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie in den Bau stecken werde? Wo tätowierte Neonazis Sie als menschliches Nadelkissen benutzen? Für Ihre Schwänze? Das Problem ist, Sie glauben, dass es irgendwas ausmacht. Missbrauch, Kokain, Mord, ist alles Unsinn. Denken Sie etwa ein Jaguar zerrt sich um so etwas wie Gefühle? Oder das Kaninchen Sie vielleicht Gedanken um Gott machen? Oh nein, Sie belügen sich nur selbst. Reden Sie ein, dass Sie irgendwas bewirken. Hier ist wohl alles scheißegal, El Cerebro. El Cerebro? Ich bin nicht Cerebro. El Cerebro ist Ihnen entwischt, bevor Sie wussten, dass er da ist. Er ist einfach weg, als hätte er nie existiert. Okay. Was soll das heißen? Wir haben den Falschen. Die meisten Infos, denen wir gefolgt sind, stammen wohl von El Cerebro. Er hat uns in die Irre geführt, um sich abzusetzen. Mit wem zum Teufel redet Bowman dann? Mit El Cerebros Top-U-Boot-Designer. Also im Prinzip mit dem Opferlamm. Das hört sich wie Superschurken-Mist aus einem Schauen wir erstmal. Nidia Flores war in Not. Und sie wusste es. Nicht nur die Drogen wurden angegriffen, sondern auch das Geld. La Bronca. Geld, das für unsere Investoren in Mexiko bestimmt war und dort niemals ankommen sollte. Was wirst du unternehmen? Keine Ausflüchte, keine Erklärungen, kein gar nichts. Nidia wusste, sie musste die Lösung finden, bevor die Lösung sie fand. Tja. Geld hat seinen Preis, ne? Aha. Warte mal. Omega. Egal, die U-Boot-Flotte des Kartells haben wir aus dem Verkehr gezogen. Es könnte Jahre dauern, das Programm neu aufzulegen. Und El Cerebro? Die Spur ist jetzt kalt. Bowman wird am Ball bleiben, aber für uns geht es erstmal weiter. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was unser nächster Auftrag macht. Also, den haben wir schon mal fertig. Den könnten wir auch machen, ne? Aber wo ist der? Hier haben wir halt noch gar nicht. Das ist cool. Da bekommen wir die Warhawk. Oder Sniper. Ladykiller. Gut. Ups. Wir könnten ja hier hochgehen. Villa Verde.
Produktion, Schmuggel, Produktion. Wir brauchen aber... Ach, das ist die da. Ja. Wir brauchen aber Schmuggel. Schmuggel, Schmuggel, Schmuggel. Hier sind alle Schmuggler. Dann fangen wir mal mit dem an. Oder? Warte, mit dem. Der ist ein bisschen näher und einfacher. Gut. Kilometer durch den Regen. Soll was trinken? Ich will kurz gucken, ob hier noch eigentlich irgendwas ist, was wir bräuchten. Schrotgewehr benutzen wir ja nicht. Wir können halt noch die Kingslayer-Datei. Hier sind auch noch mal zwei. Sollen wir das noch schnell machen? Jetzt auch eine Kingslayer-Datei. Ach, ich weiß nicht, sind die so wichtig? Ja, ich glaube, ich fliege erstmal dahin und die Kingslayer-Datei werde ich irgendwann so. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ob ich die im. Let's Play suchen werde oder offscreen. Mal schauen. Ich kann mir ja eigentlich rausgucken. Wir sind schon längst drin. Okay, ja, cool. Dann drehe ich mal nochmal um. Ich dachte,
Die fangen dann gleich an zu quatschen, wenn wenn man ein neues Gebiet erreicht. Aber ist wohl nicht immer so. Hinter El Muro her zu sein, ist wie Großwildjagd. Mit dem Hombre möchte ich mich nicht anlegen. Der ist fast so gut ausgebildet wie wir und hat außerdem Heimvorteil. Auf der Plusseite, El Muro und El Sueño haben sich zerstritten. Das heißt, er hat nur die ihm loyalen Sicarios um sich. Und vielleicht sucht er einen Ausweg aus diesem Kampf. Also könnte El Muro überlaufen? Im Ernst? Ich würde nicht darauf wetten, aber wir müssen ihn Läden schnappen und El Muro ist nicht der Typ, der sich gefangen nehmen lässt. Scheiße, wenn ein Hurensohn wie der auf Leben und Tod kämpft, bringt er so viele Männer mit, wie er verdammt nochmal kann. Wetzt eure Messer und haltet den Finger am Abzug. Ja, anscheinend ist es doch so. Und ich bin nur so zu früh. Nicht zu früh. Roman, wir sind in Barvechos angekommen. Sehr schön. Sueño hatte einen Buchhalter namens Pulpo nach Barvechos geschickt, um Nidia Flores Bücher zu prüfen. Pulpo soll ein scharfer Hund sein. Der lässt keinem etwas durchgehen. Egal, ob sie bei Sueño etwas abgreift, sie wird nicht erfreut sein, dass Pulpo ihr über die Schulter schaut. Das Kartell schmuggelt seine Gewinne von Brasilien nach Barvechos, damit es in der Banco de Barvechos gewaschen wird. Wenn Pulpo schon hier im Dreck wühlt, finden wir sicherlich einen Weg, den ganzen Prozess irgendwie zu sabotieren. Vielleicht vermutet Sueño schon, dass Nidia Flores was für sich abzweigt. Um das herauszufinden, müssen wir Pulpo in die Finger bekommen. Wir wissen, dass sein Juniorpartner Wagner in einer Silbermine in Barvechos ist. Schnappen Sie sich Wagner, damit er Pulpos Aufenthaltsort ausspuckt. Unser freundlicher CIA-Officer hat uns gerade ein Video geschickt. Hat wer Popcorn? Bericht über den Angriff Unbekannter auf den Konvoi. Erste Hinweise der Ermittler deutete auf einen Hinterhalt durch eine bolivianische Rebellengruppe hin. Mhm. Habt ihr Popcorn? Alle Sicarios der Welt sind einen Scheiß wert, wenn du keine Buchhalter hast, die das Geld waschen können. Octavio Allende ist der Buchhalter, der Sueños Wäsche macht. Sie nennen ihn El Pulpo, den Oktopus, weil er seine Finger überall im Spiel hat. Wenn sie ihn ausschalten, fallen alle Teile auseinander. Aber ich will ihn als Waffe nutzen. Pulpo ist die Verwaltung, das weiß er. Statt einer AK-47 hat er einen Aktenkoffer. Mit diesem Koffer öffnet er die Türen ins Business und festigt Beziehungen zu Politikern und der Polizei. So kann das Geld des Kartells ausgegeben werden. Dank El Pulpo hat Santa Blanca neben den ganzen illegalen Geschäften auch eine Menge Geld in zahlreichen legalen Branchen. El Sueño hat El Pulpo nach Bolivien gebracht, um Nidia Flores zu prüfen. Cash aus Brasilien kommt nach Barvechos und wird über das Minenkonsortium gewaschen. Nidias Profit sieht wohl etwas dünn aus. So, dann wollen wir mal ein bisschen ausquetschen, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Hi. Que paso? Haben Sie Gerüchte über Kartell oder Sicarios gehört? Gracias. Viel Glück. Ich weiß nicht, ob er geantwortet hat, aber anscheinend ja. So. Waffen runter, wir wollen hier niemanden erschrecken. Nicht? Hat so komisch geschaut. Na los, na los. Ja, komm, bist du drauf? Zeigst du mal los.
Gut. Ich fliege erstmal hier rüber. Ich mache erstmal den da und dann gehe ich dahin. Richtung. Wow. Das war mal. Ich will schauen, wo ich. Also, Waffenkisten sind hier am wichtigsten für dich. Ist noch ein Tango. Tango Nummer 3. Ich sehe einen Hauptmann. Hab noch einen, macht 5. Ja, hier ist noch eine Kingslayer-Datei. Können wir gerade auch mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Alarm hier drüben. Wir haben ja noch nicht alle. Die meisten werden wahrscheinlich in den Häusern sein. Da ist noch einer. Macht 10. Ach, fuck. Ich bin hängen geblieben. Und was macht der jetzt? Ach, jetzt wissen die natürlich Bescheid. Ich heul gleich. Feuer frei! Wir müssen gegen die. Schnell. Warten wir, bis die chillen. Dann gehen wir wieder runter. Bisschen unpraktisch gelaufen, ne? Ich lande einfach mal auf dem Kopf. Na? Schaust du mal? Na komm. Ist alles gut.
pasa que no por aquí, cabrones? Na komm. Listos o no? Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn dadurch erschießen kann, wenn ich seine Schulter treffe. Er ist draußen, oder? Nee, der ist da. Feuer. Ach jetzt? Gut. Jetzt erstmal Muni. Das war's. Alle okay? Wo ist die Kingslayer-Datei? Hier oben? Die ist oben. Natürlich ist sie oben. Da ist sie. Pulpo, du musst sehr taktvoll bei Nidia sein. Chefe. Senorita Flores versteckt entweder absichtlich etwas oder ist eine totale Niete in der Buchhaltung. Wie es aussieht, nutzt sie eine einfache Buchhaltung, obwohl sie grundlegende Kontoführung beherrscht. Bei den Zahlen und so großen Mengen sollte sie sich mit Rückstellungen eigentlich auskennen. Sie ist eine Schönheitskönigin und war davor Partybegleitung. In ihren Büchern finden sich große Lücken. Wenn sie dich bestehlen wollte, könnte sie Cash bei den Geldlieferungen aus Brasilien und bei der Geldwäsche in der Bank abschöpfen. Ich zweifle nicht an Nidias Loyalität. Du kommst nach Bolivien und prüfst ihre Bücher und du wirst ihr zeigen, wie man sie besser führt. Um ehrlich zu sein, Chefe, sollten wir unsere gesamte Geldwäsche in Uruguay machen. Digital. Pero ich fliege morgen nach Bolivien. Alles klar bei mir. Ja, schön. So, dann gehen wir mal wieder komplett runter. So, hier oben ist aber sonst, glaube ich, nicht. Das ist ein Ausrufezeichen. Ja, das sind die Waffen. Ulala. So, also, hier haben wir... Ah, eine AUG. Die hatte ich auch mal. Also als Software. So, nope. Nope. Nicht wirklich. Was da unten? Ja, auch nicht wirklich. Gut. Ja. War aber irgendwie klar, dass die Waffen hier nicht so super sind. Weil es nur ein Dreiergebiet ist. Wollen wir mal schauen, was hier unten noch alles gibt. Also hier gibt es ja eigentlich nur... Oh. Hier gibt es ja eigentlich nur Gefangenen befreien und... Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Ja, naja.
Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Machen wir noch zwei. Fertigkeitspunkte ist halt so ein Ding, ne? Also, an sich habe ich ja mehr als genug. Ich habe 29 mögliche Fertigkeitspunkte. Ich habe halt hier noch nicht. Ja, okay, 14k und 17k. Munition, Fahrzeugzerstörung. Ja, mache ich nochmal. Nochmal. Dann Drohne. Tempo. Ja, Tempo brauche ich eigentlich nicht. Sprengladung. Panzerung, Wärmebildkamera, Krachmacher, Cooldown, Tarnung. Batterie. Ja, Batterie reicht eigentlich. Mine, Ablenkungskörper, Blendgranate, Signalpistole. Blendgranate ist eigentlich auch cool. Körperausdauer, Autoschild, Flugzeugschild, Widerstand, Entdeckung. 10k kostet es. Aber das ist schon cool. Aber nee, für meine Spielstil. Gut. Granatenwerfer. Okay. Oh. Da ist noch was drin. Hier ist der Flugplan für einen Kartellheli, der Nachschub liefert. Die Rebellen brauchen die Sachen. Holen wir ihn uns für sie. Nö. Wir holen jetzt unser Heli. Und dann geht's ab zur Hauptquest. Beziehungsweise erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Oder wir sehen uns beim Stream. Montag oder Donnerstag. Danke, bye bye. Wo ist unser Heli? Oh. Ja, stimmt. Okay. Naja, bis dann, bye.